Welche Voraussetzungen muss man mitbringen, um bei der Flughafenfeuerwehr anzufangen? Um als Werkfeuerwehrmann eingestellt zu werden, gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder man hat schon eine Berufsausbildung, wie zum Beispiel Tischler, Elektriker oder Schlosser, und sattelt dann eine 18-monatige Feuerwehrausbildung drauf. Oder man kann einen Ausbildungsberuf Werkfeuerwehrmann erlernen, der dauert dann 3 Jahre und beginnt direkt nach der Schule. Kann man die Flughafenfeuerwehr besichtigen? Wir haben im Jahr etwa 8000 Gäste hier auf der Feuer- und Rettungswache und sind damit Teil der Besucherführung hier am Hannover Airport. Bei uns auf der Feuerwache sieht man Fahrzeuge, aber eben auch Besonderheiten zu Ausbildung und Technik, die durch die Kollegen vorgestellt werden. Und diese Führungen sind buchbar über die Seite hannoverairport.de. Wie viele Einsätze fahrt ihr pro Schicht? Die Feuerwehr, aber auch Rettungsdiensteinsätze sind schwer planbar, das heißt ungleich verteilt. Wir haben ca. 2500 Einsätze im Jahr und darin enthalten ist dann die technische Hilfeleistung, der Brandschutz, aber auch Gefahrguteinsätze, zum Beispiel im Frachtbereich, der vorbeugende Brandschutz und eben der Rettungsdienst, das heißt die medizinische Hilfe hier am Campus. Was macht ihr, wenn ihr nicht im Einsatz seid? Zwischen den Einsätzen sitzen die Kollegen nicht hier und warten auf das Feuer, sondern wir sind aufgeteilt in 16 Sachgebiete. Da sind zum Beispiel Werkstätten wie unsere Atemschutzwerkstatt, wo wir uns um unsere eigene Technik kümmern, die Löschtechnik, aber eben auch die Übungen, die wir hier mit der Feuerwehr durchführen und Ausbildung für Dritte. Das bedeutet im Endeffekt, dass wir Erste-Hilfe-Kurse, aber auch Feuerlöschtrainings für unsere Kollegen hier am Campus geben. Wie oft im Jahr muss ein Feuerwehrmann bei euch in die AGT-Strecke? Die Frage kommt bestimmt von einem Profi. Alle Mitarbeiter der Flughafenfeuerwehr gehen einmal im Jahr in die Atemschutzübungsstrecke. Darüber hinaus machen wir medizinische Untersuchungen bis zum 50. Lebensjahr alle 3 Jahre und darüber hinaus jedes Jahr. Gibt es spezielle Fahrzeuge bei der Flughafenfeuerwehr? Wir haben Fahrzeuge wie jede andere Feuerwehr auch, das Hilfeleistungslöschfahrzeug oder die Drehleiter, aber natürlich ganz besondere Fahrzeuge, wie hier im Hintergrund zu sehen, unseren größten, den Panther oder eben die Rettungstreppe, um ein Flugzeug auch erreichen zu können. Wer sich mehr für die Technik bei uns interessiert, kann gerne uns auf Instagram folgen.